Unser gelber Kumpel ist in der vierten Welt stehen geblieben, eine Eiswelt, und da gehen wir jetzt in den Level namens Alle Hände voll zu tun. Auch da gibt's wieder eine Zitrone, also Mahlzeit, Mahlzeit. Wir gucken mal. Der erste Level war nur so eine Mischung aus Vulkan und Eis. Und mit den Elementen wird hier gespielt bislang. Oh, es ist eine neue Fähigkeit? Tatsächlich. Metallpack, Mampfen und Geistermagnet, um Packs Geistermagnet einzusetzen. Magnet. Vor allen Dingen. Was zum. Es sieht vor allen Dingen aus wie eine Eisfähigkeit einfach nur. Okay, und welchen Nutzen hat es quasi so noch? Außer die Geister irgendwie anzuziehen, was hier noch nicht so viel Sinn zu scheinen macht. Gut, ich bin zumindest zuversichtlich, dass es irgendeinen Nutzen hat. Keine Ahnung, du brauchst einen Geist, aus welchem Grund auch immer, und ziehst ihn über einen Abgrund hinweg an dich heran. Kann ja sein. Zum Beispiel jetzt. Ja, oder wir sparen uns es einfach. Aber ich bin eigentlich nicht so faul. Ich kann schon zu den Geistern hinlaufen, ne? So, nimm die Fähigkeit und dann schauen wir uns hier erstmal um und wollen überlegen. Ach, sieh mal an, nicht nur das. Ach, es geht ja nicht nur um die Geister. Ach. Und das ist jetzt wirklich nur 2D, merke ich, ne? Also auch wenn ich in eine andere Richtung drücke, geht nicht. Na, also, es wird ein bisschen. Wir müssen gar nichts machen, ne? Nur springen und laufen. Der macht sich automatisch an die anderen Sachen. Gut, das ist mal wieder richtig nice. Manche hatten schon Angst im letzten Part. Das wird jetzt. Das war's jetzt mit den. Das wird jetzt einfältig, es wird jetzt simpel. Hey, gib mir das. Aber doch, es ist wieder eine nice Idee dazugekommen. Ich kann es immer wieder sagen, nichts erfindet das Rad neu, aber. Doch, macht das Spiel, wertet das Spiel auf, eine weitere Fähigkeit. Und das war bestimmt nicht die letzte. Keine Ahnung, ich hab das Gefühl einfach, dass es gut verteilt ist. So. Und ich stehe auf 2D-Passagen. Das ist wahrscheinlich auch, da kann ich jetzt abbiegen, hätte ich abbiegen können. Auch ein Grund, warum ich die zweite Welt so mochte, einfach wegen den vielen, da gab es den Flummi, da gab es den Rock'n'Roll-Stein. Und als so Sachen, die konnte man miteinander kombinieren, verbinden. Gut, die Steuerung ist jetzt hier nicht so ausgreift, aber ich komme mit. Klar, man muss halt nach oben immer in die Richtung drücken. Nicht einfach irgendwie nach rechts, sondern halt jetzt nach oben drücken oder. Nein, mach doch! Fällt der da einfach runter? Und man wird hier nicht von Gegnern erschlagen. Fällt mir so auf. Wo kannst du den Ball da? Tschabum. Hätte ich jetzt eher in so einer Stadtwelt erwartet, oder? So eine Fähigkeit. Hier gibt es eigentlich nichts weiter. Stattdessen bekommen wir das im Eis. So, Kontrollpunkt. Noch eine neue Fähigkeit. Are you serious? Ballon Pac-Man? Ballon Pack. Drücke oder halte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mario Galaxy. Drücke oder halte X, ne, um Pac-Man Luft abzulassen, sodass er durch die Luft schießt. Drücke A, auf den Boden zu fallen. Ich muss einfach mal beides ausprobieren. Ja, hätten zumindest was anderes. Okay, und so wird einfach wieder normal. Gut, ich versuch mal. Ah, er bewegt sich gar nicht. Ah. Ach, so muss man das steuern dann quasi. Ich weiß nicht, wo ich bin. Warum hat man das nicht so? Die ganze Zeit kam gar nichts und jetzt kommen zwei Fähigkeiten auf einmal. Das hätte man doch schon ein bisschen besser machen können, oder? Naja. Wie krieg ich dich jetzt höher? Pac-Man, bitte, please. Komm schon, da hängt er fest einfach. Da hängt er fest. Ups. Und dann freiwillig ab. Okay. Ist natürlich nett, aber ich hoffe, dass es davon nicht allzu viele Passagen gibt, irgendwie mit Geschicklichkeit, weil. Ja, don't know.
Das ist ein bisschen tricky. Das ist ein bisschen tricky. So. Aber das finde ich gut. Neue Sachen. Hätte man nur besser verteilen können jetzt. Habe ich noch gelobt von wegen, ja, schön verteilt und schon ist es nicht mehr so schön verteilt. Dazwischen war eine ganz schöne Durststrecke. Ja, was soll's. So. Na, jetzt kann ich weiter hier machen. Zum Glück. Also wenn jetzt nichts mehr Atemberaubendes gekommen wäre und du immer nur mit Feuerpack und Eispack diese ganze vierte Welt noch hättest gestalten müssen, einfach irgendwelche Geister in die Pfanne hauen mit dem jeweiligen Element, das wäre dann ein bisschen zu wenig gewesen. Aber man hat sich wieder Gedanken gemacht. Wie viele Leute auch gehatet haben, als der erste Part online kam von diesem Let's Play. Wenn ich was nicht mag, dann ist es ein Spiel, vorurteilshaft in die Tonne zu kloppen. Klar, es ist nichts Besonderes, genauso wie Sonic Boom auch durchaus Glitches und Fehler hatte. Aber total verurteilen, weiß nicht, wie ich sagen soll. Muss ich jeden selbst hinterfragen. Verdammt. Schon keiner eine besondere Fähigkeit und trotzdem nehmen sie es mir ab. So. Ich gehe ungern durch die Büsche durch, weil es so rutschig ist hier einfach. Naja, in der Regel lieber. Oh. 50 Wertstofftonnen haben wir schon. Jawohl, das gefällt mir. Blub, 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 blub. Ach. Ach, was du nicht sagst. Dauert ein Level hier mal keine 10 Minuten. Ja, am Anfang waren die Level ziemlich kurz und die wurden dann viel länger. Fast schon ein bisschen zu lang. Also so, das ist aber eben eine richtig angemessene Levellänge. Ne? Sollte nie zu lang oder zu kurz sein. Können natürlich variieren. Das dürfen sie. Schön. Man, dann würden wir wieder 3 Level in einem Part packen. Mal sehen. Mal sehen, wie es wird. Damit haben wir das nächste alles freigeschaltet. Ah, hier, Weißer See. Das hier ist immer nur so eine Abzweigung. Da war so ein Schloss. Okay, Vereister See. Schon wieder Zitronen. Gibt es hier nur Zitronen? Wahrscheinlich habe ich eben noch was ganz anderes gefuttert, aber trotzdem. Kommt mir immer so vor. Nur Zitronen. Der See ist gar nicht so feist. Sag mal, wie viele Geister sind hier eigentlich? Kann ich nicht widerstehen. Bringt ja auch so ein bisschen die Augen. Was ich halt auf keinen Fall riskieren möchte, ist, dass wir wieder so ein Level, dass ich offscreen wieder was machen muss, nur um ein bisschen Schinken zu sammeln, ihr wisst schon. Hatten wir ja einmal die Situation. Und deswegen gehe ich die Level jetzt mal wirklich recht gründlich immer durch, ne. Schnapper die Geister ist ja nur ein Tastendruck immer. Meistens. Hier sind halt sehr viele kleine Quälgeister. Wir können sie Quälgeister nennen, meinetwegen. Mach den Bock nicht fett. Mach den Bock nicht fett, Freunde. So. Eis. Okay, vereiste See. Vielleicht müssen wir den See vereisen. Wäre denkbar. Schwupp. Schwupp. Ne, da komme ich noch nicht hoch, oder? Das ist zu hoch. Dann nehme ich den. Sehr nice, so eine Münze. Ja, 100% wird das Spiel wahrscheinlich das Let's Play wohl nicht, weil diese komischen Münzen in allem möglichen, was weiß ich, wo rumhängen. So, jetzt bin ich hier runtergerasselt. Oh mein Gott. Fein, hat noch funktioniert hier. So, warte. Ungünstig. Oh, nice. Boah. Wie ich mich wie vorhin auch noch mit dem Fress-Move nochmal gerettet habe. Was jetzt? Cersei, I think I'm stuck. I'm surrounded by lava and there are no ice berries anywhere. Oh my! And I think you were getting pretty close to the frigid digitator too. I don't know what to do. Maybe you better come back here and... Pack!
It's me, Silly. I got away and found the temple. The Frigidigitator is here. I think I can use it to help you get here. Nice! The lava here is too hot to freeze permanently. It will melt as soon as it's outside the beam. I'll keep the beam moving. Make sure you keep up. Ah, sie hat den Digi-Freezy-Dingsbumsi. Für mich ist es wirklich keine Eiswelt, wie gesagt. Das ist für mich eher eine Mischwelt. Eine Mischwelt, also. Verdammt. Oh, volles Timing, ne? Ja, danke, danke. Von mir aus können sich die anderen Fuzzis ein bisschen mehr einmischen. Es wirkt immer so auf mich, als wäre Pac-Man ganz auf sich allein gestellt. Ist in der Situation aber nicht so. So, und jetzt finde ich keinen Weg zurück. Warten, bis der herkommt. Ah, ich sollte auch nicht da lang watscheln. Sondern immer hier dem Digi-Freezy, wie auch immer, den Kühldingsbums. Ich kann mal weder den englischen Namen merken, noch irgendwie. Verdammt. Machst du da was? Ach, sehr löblich. Ach, auf einmal gibt es keine Eisbären mehr. Na, merkwürdig. Ich gehe da mal weiter meines Weges. Obacht, wir haben nur noch ein Herz. Abkratzen wäre jetzt schade. Das ist immer schade. Abkratzen ist schade, ja. Müssen uns selbst gar nichts mehr kümmern. Jetzt die Frage, ob wir immer nur dem Strahl folgen sollten oder ob es irgendwo mal gerade um uns ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken. Die bessere Entscheidung wäre, gegen den Strich, gegen den Verkehr quasi, zu versuchen, irgendwo hinzugelangen. Ja, gute Nacht. Bitte. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wo war der letzte Point? Schade, ein Stück weg. Aber da sind wir gleich wieder. Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Nom. So, soll ich mal versuchen? Ich probiere es jetzt mal. Zu dem komme ich nicht hin. Das hat ja super funktioniert. Die Plattform dahinter ist auch weg. Bringt nichts. Das bringt nichts. Auch wenn der Strahl noch so lahm ist. Muss ich dann trotzdem doch mal gucken. Na, immer. Wie heißt die? Zili? Diese ganzen komischen Figuren. Ja, das macht die Sache ein bisschen zu abgespaced. Also viele mögen ja die TV-Serie nicht. Oder sagen sogar, sie wäre totaler Mumpitz. Schönes Wort. Kann ich mir bei diesen Charakteren vorstellen. Und dabei läuft Pac-Man und die Geisterabenteuer oder Pac-Man and the Ghostly Adventures. Schon, ja, immer noch. Also es werden immer noch neue Folgen hergestellt in den USA. Kein Ende in Sicht. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr sehr viele Staffeln gibt. Also das hat kein Pokémon-Stil. Ne, hier 8 Millionen Staffeln oder Simpsons. Nein. Sondern das wird nicht ewig laufen. Pac-Man und die Geisterabenteuer. Ich glaube, die zweite Staffel ist es momentan. Ob es eine dritte geben wird. Sei dahingestellt. Ich sag mal so, von Sonic ZM gab es auch keine dritte Staffel mehr. Ich glaube, Sonic Boom wird es auch nur eine geben. Das schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum. Obwohl die TV-Serie ja ganz nett ist. Aber ist mir zu viel Comedy, Sonic Boom. Bisschen mehr Ernsthaftigkeit. So wie Sonic ZM. Sogar manche Folgen von The Adventures of Sonic the Hedgehog. Manche. Die Sache mit den Chaos Emeralds. Mit den Zeitreisen. Dass selbst die waren ja irgendwie ernster als Sonic Boom bisher. Aber ich schweife aus, ich schweife aus. Weil ich habe halt den Pac-Man-Dings noch nie gesehen. Die TV-Serie. Aber anscheinend habe ich da ja nicht so viel verpasst, eurer Meinung nach. So, da wird wieder gerutscht. Ich gebe mal so viele Pillen wie möglich. Pac-Man, der alte Pillen-Einschmeißer. Voll gechillt, ohne große Hindernisse, die paar Dinger. Not cool. Well, that's
Spams, Spams. Was sind das denn? Turbo-Fledermäuse? Nicht übel. Schmecken die? Ach, die sind auch noch irgendwie Feuergedöns. Not cool. Das sind große Feuerdings. Ah, ich mag das nicht, wenn einfach zu viele Gegner hingeklatscht wurden. Kann ich nicht ab. Gib halt die Fähigkeit nochmal her. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Mit so viel Gedöns, Gedingsbums. Immer nur die richtigen Normen. So, da gibt's wieder. Gibt's wieder eine Fähigkeit. Was wollt ihr so? So. Muss ich alle einmal treffen, oder was? Heiliger. So, da wär's geschafft. Ist okay. Seid froh, dass ich die Level nicht bewerten muss. Das war eher so ein Standard-Level. Nichts Besonderes, aber der davor, einfach mit den neuen Fähigkeiten. Gut, hier gab es diesen Strahler, aber da war jetzt wirklich keine Revolution. Also, die Videospielwelt bleibt, wie sie ist. Trotz des Eisstrahlers im dritten Level der vierten Welt von Pac-Man und die Geisterabenteuer. Ja, ja. Eisige Höhlen. Ich habe erst gelesen, eisige Hühnchen. Ja, dann los. Da gibt es eine Zucchini. Oh, wird noch gespeichert. So lange? Okay. Hat ziemlich lang gespeichert. Hauen wir noch ein Level raus. Hauen wir noch einen raus. Was gibt's hier? Ja, vielleicht mal ein Level nur mit so Schlittern. Und die richtigen Wegabzweigungen finden und sowas. Mach mal. Sollte das der Fall sein, dann ist es intelligent, wirklich viele Pillen einzusammeln, dass man immer dahin geht, wo man eben noch keine Pillen hatte. Wo die noch da sind. You know what I mean? Scheint der echt so zu sein. Das wäre natürlich, das würde mir immer wieder Fun machen. Für eine Zucchini, Freunde. Für eine Zucchini. So, Burger Time. Burger Time Deluxe. Schönes Spiel haben wir, Let's Played. Kurzes Spiel. Was denn? Was denn hier los? Was das denn? Da gibt es ja echt sau viel. Irgendwie will ich die auch nicht uneingesammelt lassen. Zumindest die großen Felder, sag ich mal. Dann kommt zu Papa. So, Eisfischgeld habe ich ja noch. Wohin? Ich habe es mal wieder nicht gesehen. Oder ich muss alle einsammeln, das wäre doof. Glaube ich nicht, weil die Plattformen auch verschwinden. Düm, 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 düm. Ach, hier ist was. Nee. Hä? Ich bin ganz unten jetzt, von der Rutsche her. Kann leider nicht so wirklich erkennen, wo das Abenteuer weitergeht. Kann ich damit was machen? Ach, der Schalter aktiviert Feuer? Die Feuerfontänen? Ich würde sagen, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ne? Also. So treffend war das noch nie, dieser Spruch. Viel zu viele Feuergeister, die mich nerven. Dieses stupide Geistergebäsche. Nicht mein Fall. So, alle besiegen? Anscheinend. Sag mal, ich hab doch extra zweimal. Das war schon die Zucchini? Wollt ihr mich vergackeiern?
So, mal ein kurzer Level. Jo, ja, klar. Erst schön vornehmen. So bin ich auch im Restaurant. Könnte mir nicht. Ist halt so. Ein Gentleman mit Stil. Ein Gentleman ohne Stil. Eis am Stiel. Ist natürlich jetzt die ganz große Frage. Was machen wir denn jetzt? Ich will den Part trotzdem noch nicht beenden. Nö. Wie? Was? Seltsame Attraktion. Scheint auch ein kleiner Level zu sein, wenn es hier nur eine Münze gibt. Dann ist gut. Also ich brauche 3500 Gedönse. Wie viel habe ich denn? Wo steht denn das? Nirgends. Das wäre überragend. Am besten sammeln wir noch welche ein, oder? Was ist das hier für ein Disco-Soundtrack? Ja, danke schön. Ja. Danke, danke. Vielen Dank für die Blumen. It's Pac-Man. Na und? Ups. Eieiei, brauche ich echt noch so von den gelben Dingern die ganze Zeit. Ach, sieh mal an. Schön. Ich habe gerade überlegt, ne? Wo ist denn hier die Dings? Warte mal, da oben muss ich hin. Da ist das Ziel. Da ist... So. Dankeschön. Metal Pack to the Rescue. Es gibt natürlich viele Wege. Ich würde erstmal... Oh, das regt mich so auf, ne? Aufregend tut es mich das. Aber hier... Ojomo, ey. Ufrege. So. Hier oben war auch was, ne? Ich glaube. Boah, keine Ahnung. Ach, das ist das Ziel im Endeffekt. Möglich. Dann will ich aber den anderen Weg gehen. Ja, das führt mich zu der Münze. Also gehe ich erstmal hier lang. Ich hab nichts gegen die Metallpassagen. Ganz nett, da brauchen wir immer nur so lang zum Landen. Das ist alles. Ja, genau, fall am besten da rein. Läuft. Ist okay. Und hier ist jetzt Sackgasse, ja. Drüben sind zwar Plattformen, aber die bringen einem echt nichts. Da freue ich mich ja. Das ist alles nur zur Deko im Hintergrund. Eine verdammte Axt. Ach ja, ich stelle mich mal wieder an wie ein abgelaufener Joghurt, aber man kennt's ja nicht anders. Chup, 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 chup. Oh, ja, nom. Den Mist brauche ich ja. Müssen wir dann gucken. Wenn nicht, wäre ja auch nicht schlimm. Ja, ich gehe nochmal hier lang. Müsste mir sorry sein. Aber das will ich jetzt schon ganz regulär lösen. Sonic the Hedgehog round and round. Tja, schwierige Angelegenheit. Den Schmodder will ich haben. Und dann wieder zurück, wo du hergekommen bist. Wo der Pfeffer wächst. Da, wo der Pfeffer wächst, kommt auch Pac-Man her anscheinend. Oder zumindest Metallpack. Haltet die Klappen, ey. Oh, es ist echt mies. Es regt auf oftmals. Es regt oftmals auf. So. Metallpack. Lumps. Nein! Ja. Ja, manchmal löst er sich dann und dann schaut die blöd aus der Dreckwäsche, ja? Also. Sehr gut. Ups. Ich gehe einfach so, obwohl es eine bewegende Plattform ist. Passt schon.
Meinetwegen. Ist ja gut. Gut mal. Blums, blums. Es ist ja ganz nett. Es ist ja ganz nett. Es ist nicht anspruchsvoll. Aber es ist ganz nett dafür, dass nur ein kleiner zwischen Dingsbumsi-Level ist. Kann man nichts sagen. Prost. Aber da haben wir heute sage und schreibe 4 Level in einen Part gepackt. Habt ihr schönes fettes Video, ne? Ist gut. Es ist in Ordnung. Also vielleicht hat er schon allein, dass wir jetzt 4 Level gepackt haben, einen Daumen hoch verdient. Und wir können auch wirklich weitergehen, ohne dass ich irgendwas offscreen erledigen muss. Gut, hier ist auch der Eistempel, das heißt Boss Time. Die zweite Welt, ach, die vierte Welt ist es natürlich, werden wir wahrscheinlich im nächsten Part beenden. Also stay tuned, Daumen hoch, bis dann und ciao.